Hallo und herzlich willkommen heute für eine neue Folge für Cozy Kitchen. Wir machen heute eine Gurkensuppe. Die Gurkensuppe machen wir grundlegend vegan. Ich tue aber noch Lachs mit dazu geben. Müsst ihr nicht, könnt ihr, alles tiefenentspannt, wie ihr wollt. Wir brauchen dafür Gurken. Da. Wir brauchen dafür eine Sahne. Wir haben hier vegane Krimfin. Wir brauchen dazu Gemüsebrühe. Und wir brauchen Dill. Das war der Rosmarin. Dill. Da. Das sind die Sachen, die wir brauchen. Ich habe dazu noch Lachs. Ich habe den von meinen Eltern. Das ist nämlich einmal normaler Lachs. Ein Stückchen Lachs haben sie geräuchert. Haben sie selbst gemacht. Das Räuchern gibt nochmal ein bisschen mehr Wumms mit rein. Und wir probieren das einfach aus. Ich hatte letzte Woche zum ersten Mal Lachssuppe und bin sehr gespannt, ob ich das selbst hinkriege. Ich habe mich aber direkt rein verliebt. Die war sehr lecker. Ach ja, weil ich noch vergessen habe, wir brauchen noch Butter. So, brauchen wir auch noch. Ich schreibe euch auch alles runter an die Videobeschreibung, was ihr dazu braucht. Und dann bin ich mal gespannt, ob es funktioniert. Ich habe mir das Rezept vorher mal wieder nicht durchgelesen, wie immer. Was soll schon schief gehen? Es fängt schon direkt beim Titel an. Ist großartig. Also Salatgurken, Butter, Gemüsebrühe, Sahne, Currypulver, Dill, Lachs, Zitrone bzw. der Saft von einer Zitrone. Haben wir zum Abschmecken. Cayennepfeffer oder Chili mit dazu. Und dann let's go. Also den Lachs ungefähr in 5 mm große Stückchen schneiden, sodass es mit angenehm auf den Löffel mitpasst. Ich habe den halt heute Morgen schon auftauen lassen. Als nächstes müssen wir die Salatgurken schälen. Wir machen 6 Portionen von der Suppe, das heißt 3 Salatgurken, könnt ihr euch hoch oder runter rechnen. Die müssen komplett einmal geschält werden, am besten mit Sparschäler und einmal nackt machen. So. Nachdem wir die Gurken nackt gemacht haben, werden die einmal gehälftet, so flump, einmal durch und dann entkernt. Ganz wichtig, weil wir nur das andere Zeug in der Suppe haben wollen, damit es nicht schlotzig wird. Einmal nackig gemacht, einmal halbiert, jetzt entkernen. Einmal mit einem Löffel die Kerne rausschubsen. Wie einfach mein Flaschenöffner am Löffel klebt. Ich spritze mich an. Oh, ich hasse alles da dran. Okay, aber es wird rausgeschlotzt. Wenn ihr die Gurken nackig gemacht habt, wenn ihr die Gurken ausgehöhlt habt, dann wird die jetzt klein geschnitten. Ungefähr 1 cm, 5 mm Stückchen ungefähr roundabout. Einmal klein schneiden und ein bisschen mit Liebe. Bitte nicht einfach nur hacken. Liebevoll mit ihnen umgehen. Haben sie verdient. Wenn wir die Gurken klein gehäckselt haben, dann schnappen wir uns einen Topf, schnappen uns ungefähr 3 Löffelchen Butter, in meinem Fall halt auch vegane Butter, zerlassen die, tun die Gürkchen dort rein und braten die etwas an, aber nicht, dass sie Farbe bekommen, sondern machen das wirklich so 3 bis 5 Minuten bei normaler Temperatur. Und danach geben wir Gemüsebrühe mit dazu. Ich habe dazu Gemüsefond. Einfach gießen das damit auf und fertig ist erstmal. Pop. So, rein mit euch, ihr kleinen Schlawiner. So. Flup. Und jetzt ganz entspannt. So, wir tun jetzt ein bisschen was zur Seite, damit wir das später in die Suppe geben können, um das ein bisschen so mit zu dekorieren. Wisst ihr? Also so ein bisschen was brauchen wir da drin. So. So. Ich glaube, das ist ganz gut. Also ein paar Gurken von denen, die ihr angeschmort habt, einfach extra beiseite. Die tun wir dann später drum drauf, damit man dann das Gefühl hat, man hat ein bisschen was zu kauen. Ihr wisst schon, damit man ein bisschen das Gefühl hat, die Zähne haben was zu tun. Neben den Lachs, der schon zergeht. Ja, einfach zur Seite stellen. Und nicht zu viel davon essen, wegschnabulieren, sonst fehlt das nachher. Und dann tun wir jetzt 1,5 Liter Gemüsebrühe dazu. Und das Ganze 10 Minuten kochen. So, Nummer 1. Nummer 2. Und Nummer 3.
So. Und jetzt volle Kanne, Boost, 10 Minuten kochen lassen. Wir können so lange schon mal den Dill schneiden. Einfach ein bisschen klein machen. Je nachdem, wie viel Dill ihr mögt. Das ist so die Frage. Man kann sich... Es gibt auch ein zu viel Dill. Ich weiß, auch das ist nicht jedem bewusst, aber es gibt auch ein zu viel Dill. Ich bin da manchmal ecke ich damit an. Aber es gab da auch einmal eine Remoulade, die gemacht wurde. Die war super lecker. Und dann kam das zu viel Dill. Um das zu vermeiden, machen wir erstmal nicht so viel. Und gucken dann ganz entspannt. Ich hack den einfach ein bisschen klein, wenn ich nicht abrutsche. Mich erinnert der Geruch von frisch gehacktem Dill und Petersilie immer an meine Oma. Bei Oma gab es immer zum Mittagessen vorher einen Salat mit einem süßen Dressing mit Zucker, aber auch mit Dill mit dabei. Und daran erinnert mich das immer. Ich habe den Salat immer mit am liebsten gemocht. Salat und Suppe war ich immer ein riesen Fan von. Und ich wusste noch so, dieses Dressing, das bekommt man auch recht selten, aber so ein Dressing wirklich mit Zucker drin und so süß und dazu halt einfach ein Blattsalat und mit Dill mit dazu, super wild. Einmal schön klein gehackt, perfekt. Es kommt dann später zum Schluss mit in die Suppe. Machen parallel schon mal einen Pürierstab bereit, den brauchen wir nämlich gleich. Aber vorher können wir uns darum kümmern, dass wir schon mal eine Zitrone auspressen. Ich habe hier hinter mir ein paar. So ein paar vereinzelte. Bevor ich eine Zitrone auspresse, ich roll die mal ein bisschen hin und her. Damit man dann besser rangeht. So. Und dann ganz wichtig zum Auspressen. Ich weiß, die meisten von euch haben das nicht, aber ganz wichtig, wenn ihr Zitrone auspresst, ihr braucht so ein Schiffchen von S. Nur dann funktioniert es richtig. Das ist das Schiffchen von Pennywise. Damit presst man richtig Zitrone aus. Wenn man das nicht macht, dann sind die nur mit halb so viel Liebe ausgepresst. Und das ist nicht gut. Saftzellen aktiviert. Ja! Die sind ordentlich. So. Holla die Waldfee. Ich habe selten aus einer Zitrone so viel Saft rausbekommen. Ohne große Anstrengung. Schaut euch das mal an. Das Schiffchen ist zum Dreiviertel voll. Das ist wirklich krass. Ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. So viel brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. So, wir haben einmal ungefähr 10 Minuten gekocht. Jetzt wird der ganze Bums püriert. Das heißt, einmal Topf hier hin. Ich habe diesen Pürierstab schon seit, weiß nicht, da war ich noch in Bielefeld, seit ungefähr 10 Jahren bei mir. Bis jetzt hat er immer noch gute Arbeit geleistet. Wehe, du funktionierst jetzt nicht. Also, er funktioniert, aber wirklich farblich sieht jetzt nicht hübsch aus. Ich hoffe, das wird noch. Oh, und die dampft mir entgegen. Nachteil, wenn man Brillenträger ist, wirklich. Yep. Okay, ich glaube, ich habe alles. Wenn noch kleine Stückchen drin sind, überhaupt nicht schlimm. Wenn wir den Bums jetzt einmal püriert haben, Topf ist heiß, tun wir Sahne mit dazu. Ich habe Cremefin, vegane Alternative, und zwar 600 Milliliter Sahne einfach dort mit rein. Gleichzeitig würzen wir auch das Ganze mit Cheyenne-Pfeffer im besten Fall. Ich habe jetzt nur normalen Pfeffer, mit Curry und mit Chiliflocken. Und dann schäumen wir das Ganze, also lassen das Ganze noch einmal kochen, einmal kurz aufschäumen. Und es kommt noch etwas Zitrone mit dazu. Und dann zum Schluss noch Dill und der Lachs mit rein. Alles nacheinander. Schwuppdiwupp, kriegen wir schon hin, was soll schon schief gehen.
Farblich kann es ja nur noch besser werden. Ungefähr 2 Esslöffel Currypulver. Esslöffel? Ja, gut. Ordentlich Pfeffer. So. Und das Wichtigste, Chiliflocken. Chiliflocken, geil. Guckt aber, dass es vielleicht nicht ganz so viel ist. Bei meiner Mutti war es zu viel. Und es war sehr, 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 sehr scharf. Irgendwie ist sie da einmal ausgerutscht. War aber gut, weil ich war krank und ich konnte was schmecken. So, das Ganze mit unterrühren. Und jetzt lassen wir das Ganze noch einmal ordentlich aufkochen. Gucken halt natürlich, dass ich hier bitte keine Klümpchenbildung... Trennt euch. Klümpchenbildung gibt es hier nicht. Riechen tut schon mal gut. Ich werde doch gleich schon mal abschmecken. Ich kann schon ein bisschen Zitrone mit dazu geben. So. Schmecken tut's gut. Kannst du sagen, was du willst. Also schon mal vorne ab, jetzt gleich mal einmal alles hier durchweg mal abzuschmecken. Zwergflamingo, einen wunderschönen guten Abend. Jetzt sieht der Farbton auch schon deutlich besser aus. Ja, definitiv. Ich tue mal noch bunten Pfeffer mit dazu. So. Der Lachs bringt gleich auch nochmal Geschmack. Ich tue noch ein bisschen Chili mit rein. Ich habe noch nie Gurkensuppe gegessen. Ich habe sie letzte Woche halt zum ersten Mal gehabt und habe mich halt direkt rein verliebt. War sehr, sehr, sehr lecker. Deswegen dachte ich mir, muss ich euch das direkt mal zeigen. Weil es könnte auch für euch was sein. Das bis jetzt ist der Part halt komplett vegan. Den Lachs, den ich gleich dazu gebe, das macht es halt nicht mehr vegan. Aber man kann sie halt auch so komplett essen. So, guck, schäumt schön. So muss das sein. Wieder probieren. Ja. Ja. Die wird jetzt ein bisschen weniger. Die kocht sich so ein bisschen ganz gemütlich ein. Ist aber auch direkt es fertig. Könnt ihr warm oder kalt essen, geht beides. So. Der Lachs kommt mit dazu. Und dann wird gleich probiert mit dem Olli. Der sich schon sehr freut, weil er nämlich Gurkensuppe nicht mag. Aber da jetzt durch muss. Hihi. So. Den Lachs einfach mit rein. Einfach mit dazugeben. Und noch ein bisschen ziehen lassen. Und dann kommen gleich die Gürkchen mit dazu und der Dill. Oh, gutes. Okay, wir haben gleich jemanden zum Kosten. Wir sind kurz vor Ende. Das heißt, die Gürkchen kommen jetzt dort rein. Genauso wie der Dill. Und dann probiert jemand, der Gurkensuppe hasst, Gurkensuppe. Der Geruch verwirrt mich. Es riecht würzig und nach Gurke gleichzeitig. Tja, nun, ich kann alles. Heiß. Kleiner Trick. Ja. Kleiner Trick. Lass aufkippen. Dann spritzt nicht so doll. So, und der Dill muss noch rein. Das ist unter anderem mit Curry und Gewürze und so. Das ist aber nicht problematisch. Das schmeckt trotzdem. Ich habe schon probiert. Dill, mein Lieblingsgewürz. Ja, nur für dich. Es ist nicht so viel. Ich habe nicht den ganzen Dill gemacht. Möchtest du bei mir mitprobieren oder möchtest du einen eigenen Teller? Ich probiere bei dir mit.
Okay. Möchtest du dir gleich eine Pizza warm machen? Ja, alles gut. Sicher? Okay. Die Gurkenwürfel sind drin. Der Dill ist drin. Ihr braucht einen unglücklichen Ehemann. Und dann ist das Ganze bereit zum Testen. Das zieht noch ein bisschen über Nacht und wird auch noch ein bisschen dicker. Aber vorneweg schon mal guten Appetit. Das riecht wie Kartoffelsuppe mit Würstchen. Wirklich, riecht mal, riecht wie Kartoffelsuppe mit Würstchen. Stimmt. Oder? Es riecht wirklich wie Kartoffeln. Es räucherte halt, ob, ja, ob wir es lieben. Wir gucken dir alle zu. Oh, ist okay. Geil. Die Gurkenstücke hätte ich jetzt für mich nicht gebraucht. Das, damit du ein bisschen was zu kauen hast. Oh. Aber geht klar. Möchtest du noch was? Alles gut. Das ist wie eine wässrige Currysuppe. Die wird noch! Gib dir ein bisschen Zeit. Weißt du, wenn man sich Cupnudeln... Heiß? Klingt pustig. Ah! Kennst du das, wenn man sich Cupnudeln Curry gemacht hat? Mhm. Und am Ende ist noch die Flüssigkeit übrig? Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Kompliment ist oder nicht. Ich find's lecker. Nur zu heiß. Ja, so geht es. Geht voll klar als Suppe. Halt gerade für den Sommer kannst du halt auch kalt essen. Das heißt, könnt ihr einfach ziehen lassen. Alles ganz entspannt. Kann man aber auch warm essen. Je nachdem, wie man will.